Heute hatchen wir uns den neuen Hellish Axolotl. Bevor es beginnt, Leute, like das Video, abonniert den Kanal, da fangen wir auch schon an. Aber Leute, packen wir erstmal kurz unsere Booster rein, ne? Unsere entspannten Booster, jetzt mal diese Super Lucky Booster. Und dann erstmal hier diese, Ultra Lucky Booster. Öffnen wir erstmal das normale Shiny Axolotl Deck. Let's go, Leute. Ich habe bisher noch kein einziges Mythical Pet über uns gehatcht. Und ich habe mir auch die Kommentare gelesen, meine ich. Und mir ist aufgefallen, ihr bekommt auch keine Mythicals. Ihr bekommt anscheinend gut Legendaries. Ich habe bisher zwei Legendaries, glaube ich, gehatcht. Bin mir nicht sicher. Entweder ein oder zwei. Und aber keinen Mythical, ne? Aus jetzt schon 200 oder so Eggs. Deswegen mal schauen, wie weit wir heute kommen werden. Oder ob wir heute überhaupt einen Mythical ziehen werden. Ich bin gespannt. Mythicals sind wieder selten. Ja, noch seltener als der Philosophy Demon. Man muss aber natürlich sagen, es kann eigentlich genauso sein wie beim Philosophy Demon. Oder Philosophy Demon hatte ja bei der letzten Woche noch, wie nennt das nochmal? Ja, den Double Luck Event Boost, den wir ja generell beim Pencil Takes hatten. Deswegen, es kann auch daran liegen, ehrlich gesagt. Ich habe 40 Mythicals gezogen. Okay, wild. Also ich habe bisher noch keine. Ich habe alle Booster. Und vielleicht jetzt schon 200 bis 300 Ex, irgendwas in dem Bereich halt geöffnet. Ja, es war vor dem Double Luck Event auch schon heftig, Ease zu hatchen. Es geht. Ich habe ja auch selber 40 Minuten war das, glaube ich, lang gehatcht. Und habe daraus dann vielleicht 6 bekommen. Das ist nicht so viel eigentlich. Es wird wahrscheinlich einfacher sein, als diese hier zu hatchen. Wahrscheinlich werde ich hier 40 Minuten dran sitzen, um ein oder zwei zu hatchen. Aber, was soll ich sagen? Ey, wir haben Epic bekommen. Gold. Stark. Die Hydra ist eigentlich wirklich stark, ne? Wenn wir die in Rainbow oder Dark Matter sogar machen, dann ist sie eigentlich schon ziemlich wild. Deswegen, die Hydra ist eigentlich schon ziemlich stark, ne? Ich habe aus 130 Millionen 3 Mythics und 2 Legendaries gezogen. 130 Millionen. Wie viele Eggs sind das? Das Eck kostet ja 125k. 150k, okay. 150k. So, warte. So, 130 Millionen durch 150k. Wie viele sind das denn? Das sind... Ich habe mal gerechnet, Digga. Sehr stark, Victor. Sehr stark. Dach gerade schon. So, warte, jetzt aber. 130 Millionen. So, jetzt aber. Durch 125 sind 1000 Eggs. Du hast 1000 Eggs bekommen für, geöffnet für 2 Mythicals. Wow. Sehr stark. Okay, wir haben wieder einen Hydra bekommen. Das Ding ist halt, wir werden wahrscheinlich nichts Besseres als den Legendary, glaube ich, bekommen in Gold aus dem Hatching heute. Das Ding ist halt, selbst die Axolotus sind eigentlich auch gut, ne? Die sind ja besser als die, also die Goldenen sind ja besser. Oder waren es die Goldenen oder waren es die Rainbow? Warte, warte, das muss ich kurz nachschauen. Das muss ich kurz nachschauen. Okay, hier haben wir sogar einen Dark Matter, perfekt. Okay, dann waren die wohl, in Gold D. Ne, da waren die teilweise in Rainbow besser als die Dark Matter Axolotl. Jetzt verstehe ich, okay. Das heißt, in Dark Matter sind die nicht besser als die Philosophy Demon, leider Gottes, in Dark Matter. Schade, da müssen wir weiter hatchen. Oh mein Gott, ich brauche wirklich ein paar Legendaries in Dark Matter eigentlich. Die Leute, die keinen Lucky Game Pass haben, RIP. Eigentlich schon. Und ich finde es eigentlich auch ein bisschen schade, ne? Dass halt wirklich die Leute, die da keine Game Pass haben, absolut hingeschmissen sind, was das Mythical angeht. Wenn du ja keine Game Pass hast, musst du wirklich, sobald der Traveling Merchant da ist, deine Gems nehmen, das Mythical Pet in Rainbow kaufen, teurer weiterverkaufen in der Plaza zum Beispiel und das dann so lange machen, bis du genug hast, um dir selber irgendwelche OP-Sachen zu kaufen. OP Mythical zu kaufen. Ansonsten kannst du nichts machen. Fusing Video. Stimmt, eigentlich könnte man die gesamten Pets auch noch benutzen, um halt einfach noch dazu... Genau, genau, genau. Die gesamten Pets kann man benutzen, um das Legendary zu erfusen. Der ja kurz komplett verloren gewesen. Sehr stark. Ich habe extra gefühlt 20 Stunden Tech-Coins gefarmt, aber man braucht keine. Das ist ein Lebenshart-Moment. Aber ich habe auch gesagt, ich habe auch Tage davor gesagt, dass eine neue Währung rauskommt. Deswegen... Du musst Enchanten bekommen pro Tick bei der Kiste. 2 Millionen Rainbow Coins. Huch, Digga, huch. Man könnte sich auch einfach enchanten für die Rainbow Coins, ne? Das ist natürlich auch eine gute Idee. Aber 2 Millionen pro Tick, das ist schon ein bisschen viel, oder nicht? Also jetzt mal ehrlich. Doch um die Huge Hack Cat zu hatchen. Stimmt eigentlich. Die Huge Hack Cat kann man ja immer noch hatchen. Und die Tech Coins sind dann dementsprechend nicht wasted. Das stimmt. Ey, die Kiste ist kaputt. Warte, warte. Gehen wir noch kurz zur Kiste und packen unsere Pets wieder dran, ne? So, nebenbei noch ein paar Rainbow-Coins zusammenfarmen. Das ist doch wichtig und richtig. Das Ding ist aber, du musst wirklich die ganze Zeit hier herumlaufen, weil ansonsten bleiben die gesamten Sachen einfach stecken. Das ist nicht so nice. Das ist wirklich nicht so nice. Aber machen wir weiter. Ich krieg 1,4. Oh, warte, wir haben Mythical bekommen. Okay, das ging. Das ist gut. Das ist gut. Wir haben noch 200 Ex oder so. Haben wir schon ein Mythical bekommen. Bin erstaunt. Ich dachte, es wird jetzt 300 oder 400 Ex dauern, um einen Mythical zu hatchen. Stark.
Ich habe gerade ein Legendary auch bekommen, hab's nicht bemerkt. Was? Nee. Oh mein Gott, als ob. Als ob ich gerade ein Legendary geedged habe und es nicht bemerkt habe. Tatsache, ich hier den Astral-Axolotl normal. Auf jeden Fall hier nochmal der Hellish-Axolotl mit 3,59 T normal? Der ist besser als mein Fancy-Axolotl in Dark Matter. Lol. Hä, das ist immer voll nice, ne? Let's go. Let's do them go. Mach Acting auf Epic. Stimmt, man könnte eigentlich Expert auf Epic machen, ne? Wo man so wenige bekommt von denen, ne? Ist ein guter Call eigentlich. Haben wir auch lange nicht mehr gemacht, ne? Mach kurz noch meine, genau, X-Skip auf Epic, so. Nee, das ist rare. Genau, Epic, so. Das heißt, jetzt werden Legendaries und Mythicals nicht mehr geskippt. Das ist tatsächlich eine gute Idee. Außerdem, warum wird der Epic nicht gerade, warte. Haben wir gerade ein Legendary gezogen? Nee, wir haben gerade ein Epic gezogen. Hä? Bin ich lost oder warum hat es gerade so lange gedauert, bis es geskippt wurde? Ich glaube, ich bin lost. Wie wenig Coins du verloren hast. Ja, ich mache schon ziemlich viel Geld wieder ein, indem ich aber nur die Kiste abbaue. Und stellt euch vor, ich hätte jetzt noch sogar auf mein gesamten Team Rainbow Coins drauf. Das war schon ziemlich wild. Nur Rare. Gefühlt schon, aber man bekommt wirklich extrem oft Rare. Aber am Ende des Tages kann man natürlich auch diese Rare-Pads nehmen, um dazu nochmal, zu fusen für das Legendary. Gut, die Kiste ist kaputt, Leute. Basten wir erstmal wieder ein paar Sachen hier drauf. So, auf die Kiste. Und dann erstmal wieder hier hin, ne? Let's do them go. Was habe ich eigentlich den Epic in Dark Matter? Wird mich jetzt interessieren. Wahrscheinlich nicht, ne? So jetzt. Müssen wir nachschauen. Habe ich den Epic in Dark Matter? Leider nicht. Aber ich glaube tatsächlich, der Epic in Dark Matter würde dann mehr machen. Also wir können einen Epic Rainbow machen, ne? Aber ich glaube, der Epic in Dark Matter würde mehr machen als ein Finifee Demon, oder? Müsste machen, ne? Weil das Ding ist halt, in Rainbow würde er dann so 2 Trillion haben, würde ich jetzt schätzen. Und dann in Dark Matter dann auch so 6 bis 8 Trillion, ne? Oder? Ich glaube schon, ne? Gut. Hätte ich mir weiter, Leute. Wäre interessant zu wissen. Dann werden wir auch bald herausfinden. Ne? Nicht zu allzu langer Zeit. Oh, mein Inventar ist voll. Lol. Wir haben gefühlt gar kein Geld ausgegeben. Mein Inventar ist jetzt schon voll. Lol. So, Leute, wir haben jetzt 1000 Jahre lang gebraucht, um das weiter... Warte, nee, ich habe meine Booster vergessen. Upsala. Aber wir haben 1000 Jahre lang dafür gebraucht, um erstmal meine gesamten Pets hier Gold und Rainbow zu machen. Ich würde mal sagen, basteln wir unsere Dingerchen wieder rein und so unsere... Bin ich gerade lost? Genau, unsere gesamten Pets Rainbow und Gold zu machen. Ich bin lost, der. Also warte, wir haben jetzt aus 16 Minuten Hatchen bisher, okay, sagen wir 17 Minuten. Durch 17 Minuten Hatchen haben wir bisher jetzt ein Mythical bekommen und ein Legendary. Vielleicht, ja, alle 10 Minuten, alle 20 Minuten kriegt man dann ein Mythical vielleicht. Kommt das hin? Peinlich, ne? Vielleicht kriegen wir jetzt noch ein weiteres Mythical, wenn wir jetzt nochmal kurz unser gesamtes Inventar durchhatchen. Ne? Ey, Golden Hydra-Axolotl, yay. Das ist die Frage, ne? Ist eigentlich ein Hydra-Axolotl gut? An sich schon, ne? Wird wahrscheinlich besser sein zum Fusen, aber ich kriege ja nicht viele von denen. Das heißt, es ist eigentlich sogar schlechter, wenn ich den bekommen würde, anstelle von zum Beispiel einem Axolotus, ne? Leben ist hart. Ich bekomme aber wirklich, ich habe jetzt einen Legendary, ich möchte kurz anmerken, wir hatchen seit einer halben Stunde und ich habe bisher einen Legendary und einen Mythical in Rainbow jemals bekommen. Das ist ein lebensharter Moment. Das ist wirklich ein lebensharter Moment.
Digga, wir bekommen gar nichts. Also jetzt hatchen wir seit 35 circa Minuten, ne? Und mein Inventar ist voll. Wir haben jetzt zwei Inventare voll gemacht. Ich habe einen Legendary und einen Mythical bekommen. Was? Bruder, was? Das ist lächerlich. Aber warte, wir haben noch drei Slots? Hä? Also warte, nee, wir haben zwei Slots lost. Dann haben wir noch zwei Eggs hier. Aus dem Eck kriegen wir einen Axolotus. Nice. Aus diesem Eck bekommen wir einen goldenen Axolotus. Digga, ich habe nichts bekommen. Ich wurde gescannt. Digga, schaut euch das an. Schaut euch das an. Was ist das? Was ist das? Was soll das? Dieses andere Ehrenlos. Sag ich euch so, wie es ist. Das ist mir im Video, Leute. Ist natürlich gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann liked das Video. Abonniert den Kanal. Schaut bei Victor 2 vorbei. Schaut bei meiner Pet Simulator X Plus vorbei. Und schaut Boss Victor 7 beim Stunner vorbei. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag heute. Bleibt stark und ciao.